Herr Keck, welche Erfahrung hat Klinger beim Einsatz Ihrer Dichtungen in Wasserstoffapplikationen? Schon seit langer Zeit, bevor das Thema Wasserstoff so zum zentralen Thema wurde, wurden unsere Dichtungsprodukte auch in Applikationen verwendet, in denen Wasserstoff eine Rolle gespielt hat, in der chemischen Industrie, in Raffinerien beispielsweise, wo Wasserstoff ja für bestimmte Prozessschritte nötig ist. Und daher besteht auf unserer Seite schon sehr lange Applikationserfahrung mit unseren Dichtungswerkstoffen. Zur Beständigkeit gegenüber Wasserstoff kann man sagen, dass die Bestandteile, aus denen unsere Dichtungsprodukte hergestellt werden, alle inert gegenüber Wasserstoff sind. Also die reagieren nicht miteinander. Chemische Beständigkeit ist somit gegeben. Zur Dichtheit kann man vielleicht Folgendes sagen. Wir messen ja wir ermitteln unsere Dichtungskennwerte gemäß EN 13555. Da werden Tests mit Helium durchgeführt. Helium ist von seinen molekularen Eigenschaften nicht so weit weg vom Wasserstoff. Wichtig ist hier die dynamische Viskosität. Die ist vom Wasserstoff halb so groß wie die vom Helium. Die Viskosität ist praktisch ein Stoffkennwert, der sagt, wie flüssig ist ein Gas oder eine Flüssigkeit. Ne? Und je kleiner die ist, umso flüssiger ist es. Ne? Das heißt, Wasserstoff ist in etwa doppelt so flüssig wie Helium. Das würde bedeuten, dass wenn wir jetzt das rein rechnerisch nehmen, wenn wir die Modelle, die da zugrunde liegen, uns ansehen, ungefähr mit der doppelt so hohen Leckage rechnen müssten vom Wasserstoff wie vom Helium. Die ist immer noch sehr klein. Ne? Also die von Helium, da sind wir bei 10 hoch minus 4. Der Grenzwert liegt bei 10 hoch minus 2 in Deutschland, der Luftgrenzwert. Und doppelt so hoch würde heißen 2 mal 10 hoch minus 4, also 6 weniger als nichts. Wir erreichen damit die Vorgaben der Luft und also wir unterscheiden die maßgeblich in den normalen Applikationen und dies hier gegen Stahlflansche beispielsweise. Und das ist die theoretische Seite, ne? Also wenn man sich das rechnerisch anguckt. Und wir haben das aber auch nachprüfen lassen. Wir haben das durch Versuche beim TÜV überprüfen lassen und da sind vom Prinzip diese Werte bestätigt worden. Und der TÜV hat uns das Zertifikat erteilt, in dem das drin steht. Also hat auch tatsächlich eine unabhängige Stelle das bereits bestätigt. Genau. Des Weiteren haben wir dann beim DBI in dem Wasserstoffkompendium, was vom DBI erstellt wurde für alle Teile, die in bestehenden Wasserstoffapplikationen verwendet werden. Wir haben das ja überprüft, das haben wir heute auch in den Vorträgen gehört. Dort haben wir auch Produktsteckbriefe für die dort verwendeten Klingerdichtungsprodukte anlegen lassen und auch von dieser Seite überprüfen lassen, dass die Nutzbarkeit und Weiternutzbarkeit der Klingerprodukte in den Applikationen ohne weiteres möglich ist. Und das ist bestätigt worden. Ja, danke, Herr Keck. Vielen Dank.